den Meistertitel mit IBE im letzten Sommer. Ich glaube, das war vom Kaka, als er noch bei Milan war. Da ist mein Vater mal am Match geschaut und hat mir dann das Liebling mitgebracht. Keine Ahnung. Es hat immer nur Fußball gegeben und es gibt immer jetzt nur noch Fußball. Ich glaube, dass man das Hobby zum Beruf machen kann. Also man macht täglich das, was man am liebsten macht. Und ja, das ist das Schönste. Ja, ich kann mich noch erinnern, das war in Jerez im Trainingslager. Und bei mir war es von Andreas Burani auf uns. Das war dann so, wo Deutschland Weltmeister wurde und das Lied relativ in war. Bringst du nachher? Ja, nicht hier. natürlich das We Love You nach dem Match. Dass ich mich nie verletze, also Unverwundbarkeit. Ich würde sagen, Santiago Bernabeu, ich war zwar selber noch nie, aber von den Bildern her war es schon sehr eindrücklich. wie ich es gerade selber gesagt habe. Wann war das? Dann, als ich gesperrt war, war letztes Wochenende. Ja, bin ich mit den Kollegen etwas getrunken. Schacklin, glaube ich. Zum Glück bin ich ein Bub geworden. Das weiss ich gar nicht. Jetzt habe ich viel auf laut und ich glaube, es ist Marimba. Aber wie es jetzt gerade geht, weiss ich nicht. So der typische iPhone-Klingelton. Ich würde sagen, das, was so mit Tränen lacht, brauche ich sehr viel. Lieber Ferien, weil ich das mit jemandem teilen kann. Und das Auto braucht man sonst, aber man kann das normale Auto fahren. 3S-Sitz. Ja, kurz. Ja, ich als Mittelfeldspieler habe lieber mehr Scorerpunkte als vielleicht das Goal. Dann mit dem Tackling bin ich noch ein bisschen, noch ein bisschen die englische Art. Triangle habe ich immer können. Vergleich ja. Nein, bin nicht so musikalisch. Niemand. Also niemand, den ich hatte. Das ist Traumfrau. Und, keine Poster aufgehängt? Nein, bei mir sind nur Fußballer-Poster aufgehängt. Ja, Familie würde ich sicher mal mitnehmen, zu essen und einen Kompass. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, der Wärter war das, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, in der Handelsmittelschule, weil wir dann Bücher müssen lesen in Deutsch und das war, glaube ich, etwa das Letzte. Manchmal, nicht immer, aber eher daheim als hier in Garderobe. Milch. Habe ich sehr gerne und trinke eigentlich auch jeden Morgen. Ein bisschen mehr Ballermann, da tue ich den Schicki unterstütze. sehr viel, also ich war da bei den Junioren und habe jetzt da mein Hobby zum Beruf machen. Ja, zweite Heimat, natürlich immer noch in Freiburg oder im Sensenbezirk, wo ich wohne, aber sicher sehr viel jetzt auch in Bern und das ist meine zweite Heimat geworden. Wenn euch das Video gefallen hat und noch mehr so Videos habe ich gesehen, dann klickt hier. Und wenn euch der super IBTV-Kanal gefällt, dann tut ihn doch hier abonnieren. Danke. Sehr gut.